Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Attitude Era Modus. Wir sind so gut wie durch, wir widmen uns gerade hier dem Spezialszenario. Vader haben wir bereits abgeschlossen, beziehungsweise sein Szenario. Ihn haben wir auch abgeschlossen, wir haben nämlich mit Kane ihn total fertig gemacht. Jetzt kommt der Godfather an die Reihe. Das Match, Godfather und Mark Henry, wir spielen also in einem kleinen Tag Team Match, jawohl, gegen die Road Warriors, gegen die Legion of Doom. Jetzt ist es also gleich wieder Zeit für What a Rush. Ja, ich weiß, ich kann es nicht so gut, aber es muss jetzt einfach sein. Am 27. Juli 1998 bei Raw. Szenario der Kunst. In dieser Zeit, in der viele Superstars umstritten waren, fiel kein Superstar mehr auf als der Godfather. Der Godfather, ein bekannter Zuhälter, wurde immer von einer Gruppe knapp bekleideter Frauen zum Ring begleitet, die er liebevoll seinen Ho-Train nannte. Im Ring war der sonst so lebenslustige Superstar hochkonzentriert. Als er die Nation of Domination verließ, in der übrigens auch The Rock mal drin war und auch Mark Henry, wurde er zu einem der schillerndsten Intercontinental Champions aller Zeiten. Pimpin ain't easy. Also, auf geht's, rein ins Match. Entschuldigung. Ja, das war nicht beabsichtigt. Ja, rechts, oder von links nach rechts, der Godfather Mark Henry mit der Bekleidung der Nation of Domination. Und dann ein weiter rechts ist der Road Warrior Hawk und ganz rechts dann Road Warrior Animal. Wir sehen es gleich wieder. Die Legion of Doom, eins der geilsten Tag-Teams ever. Leider ist Road Warrior Hawk, also der zweite von rechts, verstorben. Aber Animal, der war ja sogar zuletzt nochmal dabei. Bei Raw 1000 hat der nochmal ordentlich, oder ich glaube vorher sogar schon, hat der Heath Slater mal ordentlich vermöbelt. So, führe den Pimp-Drop aus, vermeide, dass Hawk ins Match wechselt, oh. Und gewinne durch Pinfall mit Godfather gegen Animal. Ob wir das schaffen? Der Pimp-Drop ist hoffentlich sein Finisher. Ich kenne den Godfather leider nicht, sorry. Also ich kenne ihn, aber ich habe ihn nie wrestlen gesehen. Ich kenne ihn nur so von Hörensagen, sage ich mal. Ja, so viele sexy Ladies hat er gar nicht dabei, nur zwei. So, würde ich sagen, das reicht. Jetzt kommt Mark Henry. Der ist auch schon so ewig dabei, das gibt's gar nicht. So viele Titel hat er gar nicht gewonnen eigentlich. World Heavyweight Champion war er mal. Ich glaube, EC Dub Champion war er auch mal. Was war er noch? Naja. Jetzt kommt das geilste Intro ever. Ja, man hört ja gar nichts. Ja, wie behindert. Man hat das Intro, die Intro-Musik nicht wirklich gehört. Ihren Einlauf lassen wir mal, weil die einfach nur awesome sind, die beiden. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung das Theme von den beiden. Das ist nämlich einfach nur so geil. Der geilste Anfang, den je irgendein Tag-Team oder irgendein Wrestler hatte. Als Theme. Also das Intro-Lied. So, und wir dürfen die beiden nicht wechseln lassen. Also nur Animal dürfen wir platt machen. Den Road Warrior Animal. Der war übrigens mal mein Lieblingswrestler. Weil ich immer fand, dass der so cool aussah. Als ich mich angefangen habe, WWE zu schauen, schon war es ein bisschen länger her, da war ich vielleicht 12 oder so. Weiß ich nicht genau. Habe ich irgendein Wrestling-Spiel gehabt. Für die
mit, also da waren eigentlich nur so Legenden dabei, beziehungsweise heute sind es Legenden, das war eben ein relativ altes Spiel, das ich da gespielt habe, und da waren eben auch die Road Warriors dabei. Das war damals mein Lieblings-Tag-Team, und weil Animal so cool aussah, war das mein Lieblings-Wrestler für eine gewisse Zeit, bis ich dann mal wirklich angefangen habe, richtig Wrestling zu schauen und so weiter. Da hat sich das dann geändert, weil ich Animal ja auch nie Wrestling gesehen habe. Oh, wie geil! Alter, das hatten wir ja noch nie! Nein, ich wollte gerade wechseln. Denn wir müssen Animal ja mit dem Godfather pinnen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Pimp Drop auch der Finisher vom Godfather ist. Aber ich gehe mal das Risiko jetzt nicht ein. Ich mache zuerst den Finisher noch mit Mark Henry. Und danach erst wechsle ich den Godfather rein. Nicht, dass das der Finisher von Mark Henry wäre. Das wäre ein bisschen blöd gelaufen. Dann, Alter, der macht das mit so viel Power, dass er direkt rausfliegt. Ich wollte ihn eigentlich nur in die Seile schmeißen, dass er wieder zurückkommt. So, jetzt aber da hinten in die Ringecke rein. Aber gut, Mark Henry ist eben der World Strongest Man. Alter, was war das denn für ein Angriff, ey? Leckfett. Das war ja eine halbe High-Flyer-Aktion hier von Mark Henry. Awesome. Mark Henry finde ich übrigens ziemlich scheiße. Ich habe den noch nie gerne Wrestling gesehen. Also er war ja, Mark Henry hatte die meiste Zeit, war der, glaube ich, Heel. Er war auch mal Face, aber durchgehend fast Heel. Und ja, also ich fand den nie wirklich cool. Ich fand, der hatte nie wirklich coole Fäden. Der war nie gut am Mikro und gar nichts. Ja, also, wie gesagt, ich finde den nicht so balla, aber gut. Gibt bestimmt auch wen, der Mark Henry cool findet. Sonst wäre er nicht so lange dabei in der WWE, das muss man auch mal sagen. Weil der war ja wirklich sehr lange dabei. Gut, klar, der hatte auch zwischendurch immer wieder Pausen, aber war ja schon lange dabei. Oh, wir haben den schon, guck mal, zum Bluten gebracht hier. Oh, das ging aber schnell, die. Das kontert er mal. Wir müssen eben aufpassen, dass er nicht kontert. Das darf nicht passieren. Kontert, laber ich. Dass er nicht wechselt auf Hawk. Weil dann wären unsere Bonusziele ja am Eimer. Und das wollen wir ja nicht. Denn ich will den Godfather ja dann doch gerne freischalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann auch irgendwie den alten Intercontinental Championship freischalten. Denn das haben wir beim letzten Mal auch. Als wir das Vader-Szenario gemacht haben, hat man ja auch noch den, was war das, den WCW irgendwas Titel freigeschaltet. Kann mir gut vorstellen, dass das hier dann wieder so ist. Und da der Godfather wieder stand, ein legendärer Intercontinental Champion ist, schalten wir bestimmt genau diesen frei aus dieser Zeit. Wahrscheinlich so 1998 oder was. Oder ein bisschen früher, 1996, 97, was weiß ich. So, was ist das denn für ein Angriff hier? Von Mark Henry, Alter. Wir bearbeiten den ja richtig. Aber wieso bekommen wir denn nicht unseren schönen Signature-Move? Auch wenn ich gar ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, was sein Signature-Move ist. Der Finisher ist ja der World Strongest Slam, das ist mir klar. Aber was ist der Finisher? Nein! Oh, Ziel verfehlt. Oh, hier muss man die Ziele. Oh, okay. Ja, Rückkampf würde ich doch da mal sagen. Ah, wie blöd. Ja, wir müssen also vermeiden, dass er uns in seine Ecke reinschmeißt, weil dann ist vorbei, weil dann ist ja automatisch ein Tag angesagt. Ja, und das verhindert er mal wieder. Kann der Godfather ihn bearbeiten? Nein, kann er nicht. Vielleicht wechseln wir doch besser auf den Godfather. Vielleicht bekommen wir da schneller unseren Signature-Move. Das wäre vielleicht mal eine Mission. Also schauen wir mal. Erstmal ein bisschen was gegen Animal zeigen hier jetzt mit Mark Henry und danach wechsle ich auf, den Godfather. Oh! Okay, das ging schnell. Scheiße. Rückkampf. Ja, das ist ja auch blöd, dass das jetzt, nur weil das damals nicht so war, dass der Hawk damals nicht reinkam, muss man das ja nicht gleich so übel unfair machen hier. Dass der gar nicht eingewechselt werden darf. Also meiner Meinung nach. Ist das ein bisschen blöd. Naja, wie auch immer. Letztes Mal waren wir eigentlich schon ziemlich gut. Da hatte Animal ja schon eine Platzwunde. Aber gut. Ist ja blöd, dass wir das nicht gewinnen können, das Ganze, indem wir auf den Godfather wechseln. Das wäre eigentlich mal nice.
So, ich schmeiß ihn jetzt mal da hinten in die Ringecke rein. Und dann kommt hier ja jetzt automatisch das Tag, wenn er nicht gekontert hätte natürlich. Das ist Voraussetzung. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Verdammte Axt, zu früh, so ein Rotz. Wow. Nice Angriff. Schauen wir mal, ob wir den jetzt noch platt bekommen oder nicht. Beautiful Suplex. Ach, so blöd, dass JR nicht mehr kommentiert, sondern dass das jetzt... Ja, dass der bei NXT jetzt immer, oder was heißt immer, öfter mal kommentiert, anstatt bei der... Anstatt bei Raw oder bei SmackDown. Aber gut, kann man nicht ändern. So, jetzt erstmal ein schöner Double Move hier von Mark Henry und vom Godfather. Schauen wir mal, was wir jetzt so alles anstellen können mit Animal. Wieso wird der immer bei beiden aus dem Ring rausgeschmissen? Das ist blöd. Das will ich nicht. Ich will, dass er wieder zurückkommt. Naja. Hoffentlich schaffen wir jetzt möglichst schnell, bekommen wir möglichst schnell den Signature Move. Ah, aber Pimp Drop ist der. Okay. Ist auf jeden Fall der Finisher vom Godfather. Weil der hat ja hier sein Motto hier. Pimpin' it easy oder was? Na gut, ich... Ah, fick dich doch mal! Nicht machen! Das ist ja total bescheuert, das hier, ey. Oh, ich versuch's nochmal. Ich wechsle jetzt einfach sofort den Godfather ein. So. Er schmeißt ihn einfach mal hin, das ist auch geil. Ja, so ein Rotz hier. Ach, scheiße. So, jetzt aber. Jawohl, schöner Konter vom Godfather. Oh, du Spast. Scheiße. Ah, das ist blöd, das Match hier, dass man da, dass die nicht wechseln dürfen. Das ist scheiße. Finde ich. Das ist blöd gemacht. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Ja, auch so ein bisschen ähnlich wie der von Mark Henry, wo er da 10-mal draufschlägt. Gut, 10-mal war es jetzt hier nicht. Aber egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich die besten Voraussetzungen. Der Godfather ist drin, das heißt, schon mal der Richtige. Er muss ja den Pin ansetzen und er muss auch den Signature Move zeigen, beziehungsweise den Finisher zeigen. Und wir haben hier die Oberhand, momentan gegen Animal. Von daher stehen wir eigentlich gerade ganz gut, aber es ist auch noch am Anfang vom Match. Und vorher standen wir auch gut, als Animal schon... angeschlagen war, beziehungsweise nicht nur angeschlagen, sondern sogar eine Platzwunde hatte. Oh, scheiße! Zu früh? Wie ging das denn? Komisch. Na, jetzt kommt auf jeden Fall irgendein Scheiß-Move hier. Oh, nee. Alter Falter! WTF! Das ist so ein Bulldog hinterher, ihr, du Ficker. Jetzt wechsel bitte nicht deinen Partner ein. Tja, kontern kann ich eben, Kollege. So. Wieso muss der so oft kontern? Du Scheißkerl, ey. Nein, ich könnte nicht die Checkliste da oben mal ausblenden. Fällt mir da mal gerade so ein. Ja, in den Seilen sowas zu machen ist immer clever. Da ist dann natürlich das Rope Break Standard und kommt sofort. So, schauen wir mal, ob wir den hier noch ordentlich bearbeitet bekommen. Bam! Knee to the head. No, wieso kontert der so oft? Ja, ab und zu kriegst du dann auch mal hin. Ja, ich dachte schon, das wäre eine Double-Move-Aktion gewesen. Dass Godfather den hinhält und Mark Henry schlägt ihn. Oh, da wollte er, wie es aussieht, zu seinem Tag-Team-Partner rennen. Das konnten wir ja gerade so nochmal verhindern. Wie es scheint. Ja, interessant. Der will schon wechseln hier, der Animal. Das kannst du mal vergessen. Ich finde dich zwar super cool, aber ich will das Ding hier gewinnen. Was kommt denn jetzt? Sharpshooter oder was? Was man, oh, Alter, was hat denn? Wie nice. Geiler Move vom Godfather. Ja, der Godfather... Ja, ist schon drauf. Also, bringt hier coole Moves, muss ich sagen. So, wir kontern. Kontern. Wir jubeln mal. Ja, yeah, Dancing. Oh nein, der steht schon auf. Oh, wieso steht er so schnell auf?
Ich dachte, der bräuchte ein bisschen länger. Du Spasti! Wieso bleib ich denn jetzt so lange liegen? Alter Falter! Oh, Zeitachsenmenü. Das machen wir ein andermal. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also, ich hoffe, das Video hat euch trotz allem gefallen hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.